Seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu dem tollen anderen Spiel hier, namens Der Mann mit der Maske. Nee, Fallout New Vegas. Ja, und ich habe New Vegas damals schon, letztes Jahr schon mal gespielt, aber dann irgendwann mal aufgehört. Und jetzt versuche ich die Steam-Errungenschaften zu kriegen. Weil das sind einige und jetzt bin ich da gerade dabei. So, und zwar eine, es sind ziemlich viele Missionen, die man abschließen muss, also, und ist dann eine Errungenschaft. Und zwar bin ich jetzt hier gerade an der Mission Volare. Und das ist ziemlich kompliziert. Und du musst drei verschiedene Lösungen am Start haben, um das kontrollieren zu können, weil das ist nicht einfach. Manchmal steht hier Volare und dann musst du aber vorher noch irgendeine andere musst du aber vorher noch was anderes machen, das weißt du aber nicht. Das musst du dann. Jetzt gehen wir mal raus. Das bin ich übrigens. Ich hab hier einen Strahlenschutzanzug. So gut, muss ich jetzt alles mal erklären. Und zwar, das ist meine Kollegin hier, die, weiß ich nicht, Veronika Ferres. Ich habe es ja damals nämlich mit der eingebauten Cheat-Konsole gespielt, größtenteils. Das Problem ist, dass wenn man mit der vom Hersteller selber, gibt es eine eingebaute Cheat-Konsole, wenn man die aktiviert, kann man alles, so gut wie alles ändern. God-Mode ist natürlich der hauptsächliche, aber man kann sich unendlich Munition, was weiß ich, sämtliche Parameter des Spiels nach Belieben ändern. Also das Problem ist nur, dass dann die Steam-Errungenschaften abgeschaltet werden. Das habe ich dann erst etwas später gemerkt und jetzt muss ich es natürlich ohne Konsole spielen, weil ich will mal schauen, ob ich die Steam-Errungenschaften alle kriege. Dazu muss man ohne Konsole spielen. Was affenartig schwer ist, jetzt Trainer, dann muss man einen anderen Trainer nehmen. Die meisten davon gehen nicht mehr. Ich habe auf meiner Homepage laraweb.de auf meiner Lösung auch eine Seite über Fallout New Vegas, da habe ich jetzt einen Trainer hochgeladen, der funktioniert bei mir. Der hat aber leider, also das Einzige, was da funktioniert, so ziemlich ist unendlich Munition. Also ich habe jetzt unendlich Munition, immerhin, weil sonst müsstest du ständig hin und her laufen und neue Munition kaufen. Da brauchst du 3 Jahre für 5 Meter. Und da musst du erst wieder Geld besorgen, weil dann kannst du erst wieder Munition kaufen, dann ist die Munition alle, dann musst du wieder Geld holen, dann musst du wieder Munition kaufen. Also da macht es auch keinen Spaß. Jetzt habe ich wenigstens unendlich Munition und Zustand der Waffe ist 100%. Das funktioniert auch. Leider ist der Rest halbwegs nicht funktioniert, aber immerhin. Okay. Also ich spiele mit unendlich Munition. Und ich habe jetzt auch sehr leicht umgeschaltet. Weil es anscheinend, es gibt zwar schon die Errungenschaft Hardcore, da muss man aber komplett von Anfang bis Ende auf Hardcore oder so spielen, das mache ich nie wahrscheinlich. Und ich habe hier einen Strahlenschutzanzug an, normalerweise, sollen wir mal ausziehen, normalerweise ist es hier meine Kollegin, die, jetzt habe ich den gar nicht mehr, Metallrüstung verstärkt, Partyhut, Powerhelm, Metallrüstung. Also normalerweise schaue ich so aus, das ist mein, ja, von vorn sieht man es jetzt nicht, die Konstanze, aber jetzt ziehen wir wieder den Strahlenschutzanzug an, weil man rennt dann ständig irgendwo rum, wo Strahlung am Werk ist, jetzt ist der weg oder wie? Kann ich den jetzt nicht mehr anziehen oder wie? Hä? Ist der jetzt kaputt? Bin ich blöd? Ach schon, ja, jetzt habe ich, oh nee, jetzt muss ich den Safe-Game neu, nee, kann ich nicht, habe kein Safe-Game. Ach komm, Schalen reparieren, gibt es nicht. Fallen lassen, reparieren. Ist der jetzt hin oder wie? War der vorher auch schon hin? War schon nicht. Oh Gott, komm, jetzt ist ja, ja, muss ich den reparieren. Das kommt. Metallrüstung verstärkt, dann kann man aber nicht mehr so schnell laufen. Und ich kann auch fast nichts tragen. Also, leider geht der Trainer hier nicht für. Es ist zum Kotzen. Kann man den jetzt reparieren? Geht auch nicht. Oh Mann. Na gut, ich habe jetzt da hier noch nicht geschaut. Ist ja wurscht. Also, Volare. Volare heißt wollen, oder? Wollen. Wir wollen die Errungenschaft kriegen. Volare. Und man muss da in die Air Force Base rein. Die ist. Hier. Siehst du, hier oben. Rechts oben, da. Da muss man in die Nellis Air Force Base. Da muss man rein. Nellis.
Air Force Base muss man rein, von da rein. Viel Zütte. Das Problem ist, dass da Artilleriefeuer ist. Man muss durch das Artillerie, da brauchst 20 Medipacks. Man muss da erstmal rein, da muss man durchs Artilleriefeuer durch. Es gibt da praktisch keinen Trick. Man muss da 20 Medipacks vergeuden. Und wenn man dann hier drin ist, kann man Volare anstarten. Und da muss man dann auch wieder 10.000 Sachen vorher noch machen. Also ich habe jetzt schon den Rumsan in Nellys Hütte helfen. Und dann 20 Mal hin und her gehen, wie üblich, ist klar. Atemgerät. Das Solarmodul habe ich auch schon repariert. Shit, das war eine andere Aufgabe. Das ist wieder was anderes, gehört aber zu Volare. Also das Solarmodul habe ich repariert. Da muss man in die Helios One, da muss man die Dinge suchen. Helios One, da muss man die kaputten Solarmodule holen. Wahnsinn. Das habe ich jetzt auch. Musste ich da auch machen und da vorher noch die anderen zwei holen. Oh nee, und jetzt könnte es aber mal weitergehen. Hier, man muss drei Lösungen googeln und schauen. In einer steht der Teil, in der anderen wieder ein Hinweis. Jetzt müssen wir den Schwimmkörper von der B29. Oh nee, und der Ameisenhügel, da musste ich hier hinten, wo das Solarmodul ist, da hinten irgendwo muss ich noch die Ameisen beseitigen. Jetzt rennt die wieder so langsam, weil jetzt hat's den, kann man nicht was anderes anziehen. Oh nee, komm. Mag nicht mehr. Kleidung. Metall, ich hab nichts mehr, weil ich kann auch nichts. Wenn ich den ausziehe, was passiert dann? Dann rennt sie in der Unterhose rum. Da rennt es aber ein bisschen schneller. Na gut. Also da hinten muss man die Solaranlage noch reparieren. Da muss man aber vorher noch die Ameisen da drin umbringen. Und dann muss er kommen. Da muss ich das von der Karawane, die Tante holen, weil der da drin, der ist verliebt in der, wo wir gerade drin waren, der ist verliebt in die Tante. Und jetzt haben wir von dem aber das Atemgerät gekriegt, weil jetzt müssen wir zu dem abgesoffenen Bomber tauchen, oder? Gut, da ist sie ja schon mal die Konstanze. Da ist die Konstanze ja schon mal richtig angezogen. Wie gesagt, man muss erst durch das Artilleriefeuer durch mit 10 Medipacks. Dann speichert er aber hier den Schnellreisepunkt quasi. Also dann ist man hier drin, dann kann man auch Schnellreise. Und dann das Feuer ist jetzt aber weg, Artilleriefeuer, oder? Was ist denn das davon? Das grumst hier aber noch so, das Artilleriefeuer. Genau, da muss man erstmal durch. Hier vorne. Genau. Da waren wir schon. Der macht zum Glück nichts hier. So, und jetzt müssen wir jetzt. Ich wollte es dir nur mal zeigen. Da hinten haben wir das Solarding repariert. Und da muss man erst reinkommen hier. Da vorne ist das Tor, oder? Genau. Durchs Artilleriefeuer durch. Da muss man einfach 10 Medipacks dauernd einnehmen, mindestens. Genau, dann kommt man hier durchs Tor rein. Da vorne ist, ich zeig's dir bloß nochmal. Wahnsinn. Die Grafik ist an sich, finde ich, die Grafik affenartig toll. Also im positiven Sinne. Gut, ich wollte bloß noch schnell mal zeigen, da muss man rein, genau. Aber erst muss man da oder? Das ist hier. Huch, was soll denn der? Hey. Humserwache. Gut. Genau, da genau, oder? Sind wir jetzt? Genau, da muss man erstmal, hier muss man erstmal reinkommen, hier durch das Ding durchlaufen. Jetzt geht's aber, wenn man einmal durch ist, geht's aber, oder? Wollte es dir nur noch mal zeigen. Genau, hier muss man kommt von da hinten her, da hinten ist ja die Hauptstadt. Und man muss hier durchlaufen, also zu dem Tor. Und da steht es eh schon Gefahr. Weil die schießen da, die Idioten da. Die schießen mit Artilleriefeuer. Und da hinten ist die Solaranlage, die habe ich schon repariert. Und da muss noch mal, was weiß ich. Und da genau. So, und jetzt müssen wir den Bomber. Aufgaben: Schwimmkörper am B29 Bomber. Der ist, da war ich schon. Ich hab schon ziemlich, da müssen wir auch nochmal hin. Da ist Wahnsinn. 150, nee, 125 Orte entdecken, da bin ich knapp davor. Und da müssen wir hin, oder? Abgestürzter B. Ah nee, der ist, dann gehen wir da hin. Da war ich nämlich gestern schon, weil ich will die Errungenschaft 125 Orte finden. So, hallo. Jetzt sind wir da. Das ist meine Kollegin. So. Und da drüben rennen Todeskrallen rum.
Also wenn du den Schnellreisepunkt noch nicht hast, dann musst du erst da durch die Todeskrallen durch. Gut. Licht an, Spot aus. Ja, Entschuldigung, ich habe jetzt. Ah, jetzt kommen da wieder die Kollegen. Na, jetzt warte. Nee, komm nicht hier. Ah, bitte. Komm her. Uah, jetzt kommen die alle. So. Jetzt warte. Die sind blöd, weil die vergiften einen, oder? Die vergiften dich, oder? Und dann ist man erstmal vergiftet. Ja, mach halt. Geht nicht. Ah, komm. Aber die Kollegin reißt einen raus. Siehst du, jetzt bin ich vergiftet. Die Veronika ist auch vergiftet. Ich bin nicht vergiftet. Was? Jetzt ist sie bewusstlos. Nee, komm her, steh auf, komm. Jetzt war nicht vergiftet. Komm. Jetzt. Manchmal bleibt es dann liegen, dann ist sie tot. Jetzt ging es noch, oder? Jetzt speichern wir aber. Jetzt wird es wieder dunkel hier. Warte. Kann man jetzt warten? Jetzt. Da hinten sind noch mehr. Ach, komm. PM 8 Uhr nachmittags. Jetzt, das Tag wird, sonst sehen wir nichts. Warten wir mal 10 Stunden. Ich habe die komische Eigenschaft Frühaufsteher. Da ist die nur morgens voll bei Sinnen irgendwie oder so. Keine Ahnung. Das Spiel ist mir zu kompliziert. So, Speicher, jetzt hat er gespeichert. Entschuldigung, jetzt müssen wir die da hinten auch noch umhauen. Da war ich schon mal. Und jetzt müssen wir schauen, da unten, da liegt der Bomber irgendwo. Und ich habe das Atemgerät, weil da müssen wir hintauchen. Und ohne Atemgerät brauchst du. Ach komm, da sind noch mehr. Brauchst gar nicht anfangen, sollen wir die jetzt auch noch umhauen? Brauchst du gar nicht, da sind aber viele. Wie, die habe ich doch schon mal umgehaut. Muss man da erst den Bau von denen umhauen, oder wie? Aber es gibt ja Punkte. Ich muss ja Stufe 30 noch erreichen, Freunde. Stufe 30 müssen wir noch erreichen. Bin jetzt auf Stufe 22 oder so. Da gibt es ja Punkte. Na komm, einen. Jetzt 4 für 64. Ah, jetzt kommt einer. Siehst du, 147 Punkte. Oh. Kommt einer. Ich muss ja warten, bis die Aktionspunkte rechts unten wieder aufgeladen sind. Komm her. Immer noch am Suchen. Immer noch am Suchen. Ah, nicht schon wieder. Kommt da, wenn man nicht nah genug dran ist. Gibt aber ein paar Punkte. Kommt, das wirst du doch jetzt kriegen hier. Einer weg. Und einfach mal so. Schlimmeres gewohnt. Jetzt haben wir wieder, ne? Stufe 22,5 bin ich jetzt. Da ist da keiner mehr. Nee. Jetzt kann man wieder speichern. Dieses Bild überschreiben. Siehst du, da war ich ja, da habe ich die Sonnenmodule geholt. Oder? Da bei der Helios One. Meine Fresse, da musst du erst rein und wenn es da reingehst, kriegst du wieder 10 neue Nebenaufgaben. Jetzt müssen wir da hin, oder? Da hinten, jetzt kommt da keiner mehr. Also ich finde die Grafik super, schau her. Also es ist so richtig Retro, voll der super Retro-Style. Also ich finde die Grafik affenartig. Schau dir das an hier. Schau her, das Wasser, schau, das Wasser sieht besser aus als bei heutigen Spielen, schau her. Wahnsinn. Da oben hocken noch ein paar, oder? Die kommen, wenn ich jetzt reingehe, ich muss da drin zu dem Ding tauchen. Jetzt brauche ich aber das Atemgerät, oder? Jetzt warte. Da hinten ist noch was. Da ist der Abgestürzte, jetzt pass auf. So, jetzt müssen wir da hin. Harpune, ja, schon her, nee, kann man nicht hernehmen. Harpune machen die ja Walfang, ich glaube es jetzt nicht, schon her, die machen Walfang. Da oben sind die Kollegen schon her. Die kommen, wenn ich jetzt ins Wasser gehe, kommen die, oder? Da bin ich mir sicher. Ja, nicht die Kollegin. Na komm. Ah, so brauche ich gar nicht anfangen. Warum sind denn da schon wieder so viele? Jetzt kommt einer. Die kommen nämlich so auch. Jetzt, die kommen ins Wasser, oder wie? Bin ich blöd?
die kommen mir im Wasser noch in die Quere, oder? Wenn wir die vorher... Oh komm, jetzt kann ich die nicht beseitigen. Doch, oder? Sonst hauen mich die um, das weiß ich. Jetzt haben wir einen. Jetzt taucht der ab schon, ja. Aber schau die Grafik an. Grafik ist affenartig. Komm her. Warten, bis die Aktionspunkte voll sind. Kann ich den jetzt... Komm her. Huch. Tauchen die unter? Können die auch unter Wasser? Jetzt speichern wir da mal ab. Oh, jetzt kommt einer. Komm her. Ah, nicht die. Wenn die zu weit weg sind, geht's nicht. Okay, dann speichern wir jetzt nochmal ab. Jetzt müssen wir die Atemmaske aussetzen, oder? Geht die nicht automatisch? Wo sind die Gegenstände? Hilfsmittel, Atem, gibt's nicht. Sonstige. Wo ist denn das? Munition, Waffen, Kleidung. Wo ist denn der? Autoritäre Brille. Hydra. Nee, was ist denn das? Nee. Oh komm, wo ist denn jetzt die Dimmiche? Ich hab's doch. Wo denn? Oh, bitte, sonstige. Wo ist denn das? Da kannst du jetzt 3 Jahre schauen. Oder ist die, hat es die automatisch? Weiß das einer? Muss ich die erst aufsetzen oder haben wir die schon? Schneekugeln, die muss ich ja auch noch finden. Nein, die habe ich schon. Schwimmkörper. Ach, das muss ich. Ja, ja. Den muss ich jetzt anbringen. Und wo ist jetzt die Drecksatemmaske? Müsste mit Atemmaske. Wenn ich jetzt so ins Wasser gehe. Trinken. Schau her. Nee, ich muss die erst irgendwie aufsetzen. Wo ist denn die? Verdammt. Verdammte Scheiße. Was kommt? Das ist, ich mag nicht mehr. Gegenstände. Sonstige. Zentralschlüssel, Zündflamme. Schrei, bitte schreien, wenn du es für Schwimmkörper. Die muss ich an dahin bauen. Schrecken, Schneekugel, Schallen, Pulver. Der hat mir die doch gegeben. Atem. Lehrer. Ja. Hülse. Hülsenfrüchte graviert. Wo ist denn das Drecksding? Ich mag nicht mehr. Hilfsmittel. Arzttasche. Ich kann nicht mehr. Du kannst vorspulen. Wo ist denn der Dreck? Stealth Boy, Thimpack, Kleidung. Atemgerät. Da, wieso kann ich das jetzt nicht nehmen? Ach so, wieso ist denn das? Ich mag nicht mehr. Da jetzt. Ah, die Kollegin ist schon. Die kann unendlich. Nee, die macht. Jetzt speichern wir aber, komm. Atemgerät, ich kann nicht mehr. Das kann mir keiner hier. So, jetzt müssen wir den Drecksbomber finden. Sind da Fische? Böse Fische. Mal schauen, ob ich die Steuerung hin. Da ist er, da vorne ist er irgendwo, oder? Hab ihn schon gesehen, oder? War das schon der? Dann mit der Steuerung. Ich weiß nicht, wie die Steuerung geht. Unter Wasser. Und jetzt? Taten. Tata, schau her, wir sind schon fast da. Da ist er, da ist er. Gucken wir mal umschauen. Da ist die Kollegin. Kommen da jetzt böse Fische? Gibt's da sonst noch was? Kann man da Licht anmachen? Jetzt müssen wir den... Ding am Ding anbringen. Gut, wo ist er? Wo denn? An den Flügeln oder wo? 2 Dinger an den... kann man da was plündern? Also das Atemgerät kannst du auch sonst dann nochmal verwenden. Jetzt, wo muss man das anbauen? Abgeentdeckung. Wo muss ich denn den jetzt hinbauen? Steht denn das? Steht das Aufgaben? An der Abgrund des Schwimmkörper an der B. Und wo, bitteschön? Ich würde sagen, an den Flügeln. Muss er mal irgendwo. Oder vorne und hinten, oder wie? Oder unten. Kann man das jetzt einer schnell verklickern? Da? Nee.
Wo ist denn? Wo kann man das anbauen? Ah! Was ist da? Geräusch. B-29 Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg. Wo soll ich denn das jetzt hinbauen? Weiß das einer? Da? Nee, da? Ah, jetzt! Schwimmkörper anbringen. Schwimmkörper anbringen! Ahoi! Und noch einen auf der anderen. Ah, der hat so ganz leicht, da leuchtet so ganz leicht weiß. Schau her, siehst du so, Schwimmkörper anbringen. Anbringen und jetzt müssen wir Fernzünden abgeschlossen. Pause, jetzt mache ich nicht mehr. Ans Ufer. Ans Ufer. Zurückkehren, jetzt habe ich es nicht mehr lesen können. Ans Ufer zurückkehren. Jetzt schauen wir den Bomber nochmal schnell was an. Schicke Sache, ja. Ich finde die Grafik affenmäßig. Oder? Also, das ist doch gerade so richtig die Mischung aus, ich meine, heute die Spiele Far Cry 5 oder was weiß ich. Die Grafik ist so realistisch, nicht so realistisch, sondern so realistisch, dass man wirklich schon fast meint, das wäre echt, aber es ist halt nur eine Grafik, verstehst du? Das kann so gut sein, wie es will. Du weißt ja, es ist eine Grafik, also nicht wirklich. Und verstehst du, es wird nie, natürlich nie die Realität erreichen, auch nicht mit 3D-VR-Brille oder was weiß ich, das ist ein Fisch. Verstehst du? Also es ist klar, dass es Grafik ist, aber hier so diese Grafik, die ist zwar nicht so gut, aber weißt du, wie ich meine, die Farben hier sind alles andere als realistisch, aber die sind doch viel schöner. Also ich finde die Farben schöner. Ich meine, es ist klar, es ist ein Spiel aus der Vergangenheit, Zukunft, aus der Fantasy, verstehst du? Da müssen meiner Meinung nach auch die Farben Fantasy sein. Siehst du, das sieht doch richtig schick aus. Es ist zwar nicht realistisch, aber es sieht für mich, so soll ein Spiel für mich ausschauen, verstehst du? Das soll ein bisschen Fantasy, bisschen surreal, bisschen komisch ausschauen, bisschen, oder? Übertrieben. Oh, was muss ich denn jetzt machen? Aufgabe. In der Nähe der Seilwinde zurückkehren, das ist ja. Und mit Loyals Zünder. Ist das da die Harpune da, oder? Ah! Da ist. Bombe. Das da, oder? Ja, was? Beginnt zu piepen. And now. Sag jetzt, beginnt das. Oh nee. Hört auf zu piepen. Ans Ufer, ach komm, jetzt kann ich wieder in der Lösung nachschauen. Zurückkehren. Ans Ufer in die Nähe der Seilwinde zurückkehren. Und wo ist, also habe ich den Zünder jetzt? Nee, ich mag nicht mehr. Was steht denn in der Dreckslösung? Kehrt ihr zum Ufer zurück und schleicht den Betonweg ein wenig nach oben, bis ihr ein lautes Geräusch hört. Genau dann habt ihr den richtigen Abstand erreicht. Wählt aus eurer Tasche jetzt den Zünder aus. Und das Flieger taucht auf. Das Flieger taucht, steht hier. Das Flieger taucht auf. Haben die nicht gut Deutsch hier. Das Flieger taucht. Und jetzt muss ich aus der Tasche. Welche Tasche? Haben die einen Knall? Das Knall. Die haben das Knall. Wir haben das Knall. Zünder aus. Wo ist der Zünder? Gegenstände, Hilfsmittel, Z, Zünder, sonstige, Zünder, Zündflamme, nee, das war was, Zündtauchen. Oh bitte, wo ist jetzt der Dreckszünder? Ich mag nicht mehr, Hilfsmittel, sonstige, Zünder, komm, ich mag nicht mehr, Kleidung, Waffen, Zünder. Tesla. Ich kann nicht mehr. Jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt mag ich nicht mehr. Wählt aus eurer Tasche jetzt den Zünder aus, der sich bei den Waffen befindet. Waffen. Loyals Zünder. Kannst unter Z suchen, genau. Und jetzt? Drücken oder wie? Beginnt zu piepen und dann
Wählt also der sich bei und muss jetzt drücken. Ah. Aha, also ich habe jetzt Schießen-Taste gedrückt, verstehst du? Jetzt ist das Drecksding aufgetaucht. Ich kann nicht mehr. Also den Loyals Zünder bei Waffen unter L auswählen und dann Schießen-Taste. Also rechter Trigger. Und dann ist der jetzt Drecksding weg. So, jetzt kann man das abmontieren. Jetzt haben wir Aufgaben zu Loyal zurückkehren und in so, jetzt kann ich alles wieder abbauen. Entschuldige, Waffen, was habe ich denn vorher gehabt? Weiß keiner. RC-Lili-Willi. Den da, oder? Den da, genau. So. Gut. Das, jetzt können wir das Atemgerät können wir dran lassen, oder? Ist so wurscht. Jetzt stört nicht direkt, oder? Ich habe immer noch die Unterhose an, ja, weil ich jetzt den Strahlenschutzanzug, der geht nicht mehr. Und wenn ich die Metallrüstung anziehe, dann wird die gleich 5 Kilometer pro Stunde langsamer. Jetzt müssen wir speichern wir da mal ab. Und jetzt müssen wir zurück zu dem Kollegen. Da ist er. Da ist hier eine Markierung, die geht nicht mehr weg. Hier. Ich habe keine. Ich war da, bin da rumgewatschelt und die Markierung geht nicht weg. Kann da nichts machen. Also das ist, weiß ich nicht. So, jetzt müssen wir da wieder rein. So, und dann müsste jetzt die Errungenschaft fertig sein, oder? Jetzt schauen wir mal rechts unten. Jetzt müssen wir dem noch Bescheid sagen. Mhm. Hoffentlich fällt dem dann nicht wieder was anderes ein. Jetzt müssen wir da rein, oder? Da rein. Das Spiel macht mich fertig. Aber die Grafik ist schick. Das kann man schon. Kann man mal so. So soll eine Grafik ausschauen, finde ich. Könnte ein bisschen farbiger sein. Also es ist ein bisschen unfarbig, aber sonst. Also ein bisschen grau hier, aber sonst ist eine prima Grafik. Jetzt muss er dem Bescheid sagen. Für mich geht ein Traum in Erfüllung, so wenn Sie die Bombe aus dem Lake Mead geborgen haben. Habe ich. Wurde nach oben getrieben. Ist ja kolossal. Ich werde gleich die Roboter instruieren, das Flugzeug aufzuladen und nach Nellis zu transportieren. Aufzuladen. Ist doch kein Akku. Neues Zünder entfernt. Jetzt muss ich. Sagte ich Ihnen doch. Das besorgen die Roboter. Das noch machen. Die zerlegen das Flugzeug in Teile und bringen es von Orbit B hoch. Du wirst Intelligenzplan sehen. Genau. Erfolg. Wir werden ein unbesetztes Gebiet im äußersten Vegas behaken, um ihre Aufmerksamkeit woanders hinzulenken. Sehr schlau. Bis die merken, dass sie gar nicht angegriffen werden, werden das Flugzeug und die Bots längst weg sein. Die Jungs würden am liebsten ein echtes Ziel beschießen. Aber Pearl hält es für unklug, gleich nach dem Auftauchen der Dame einen Krieg anzuzetteln. Das ist ein ganzer Schlauer. Hey, ich muss mich sputen. Jack und ich haben noch einen Haufen Arbeit vor uns. So haben wir es jetzt. Nee, jetzt muss ich erst mal mit der Tante sprechen, oder? Oder? Oh, bitte! Oh. Muss ich erst mal mit der Tante sprechen. Ja, informieren dann. Und wenn ich die dann informiere, sagt sie, ja, sie braucht erst noch was aus der anderen Gegend. Da wette ich jetzt drauf kommen. Das so ist, ja gut, bei aller Liebe, also aber das Spielprinzip hier, wenn du meinst, Pearl informieren, dann informierst du ihn, dann sagt er ja gerne, aber bring mir erst noch das. Und zwar musst du da zu dem hin und wenn du dann zu dem gehst, sagt er ja gerne, aber ich brauche vorher auch noch was anderes. Dann musst du wieder zum anderen hin und wenn du bei dem bist, sagt, braucht der auch wieder was anderes. Da brauchst du aber vorher dann eine Atemmaske und einen rot angestrichenen Osterhasen oder was weiß ich und da brauchst du aber erst rote Farbe und wenn du die rote Farbe holen willst, dann sagt er, ja komm, da brauche ich aber erst noch das. Wo müssen wir jetzt, da müssen wir rein, oder?
Pearl, das ist der Internetversand. Bisschen dunkel hier. So. Ah, die Grafik finde ich toll. Öffnen, nee, machen wir nicht. Da. Es heißt, jetzt hallo, komm her. Freund. Wie kann Mutter Pearl behilflich sein? Na gut. Das ist Winnetou, der Bruder von Winnetou. Sie haben für uns jetzt ein müsst wahres aber Wunder rechts unten die Errungenschaft am kommen. Sie haben uns den einzigen Traum Freunde. Erfüllt, den wir außerhalb unserer Mauern je hatten. Sie na, da bin ich seit gestern, nee, seit heute früh am Arbeiten. Wenn wir Ihnen jemals helfen können, dann sagen Sie an es der einen. Ich werde dafür sorgen. Hm. Oh nee, rechts unten Errungenschaft freigeschaltet. Und jetzt? Piloten overall, was haben wir? Es wird wohl eine, können Sie mir dabei helfen? Natürlich, mein Kind. Nach allem, was Sie für uns getan haben, prima. Helfen wir gerne in der bevorstehenden Schlacht. Na doscher, ja. Nach all dem Training in der virtuellen Realität brennen virtuelle wir Real. Darauf, sag jetzt ihre nicht. Fähigkeiten zu beweisen. Sag jetzt nicht. Wir werden da sein, wenn Sie uns brauchen. Zeit, dass ich... It's time to say goodbye. Bis später. Haben wir es jetzt... Die Errungenschaft ist... Schau die Lampe an, ich krieg Flöhe. Schau die Lampe an, da bist du doch im falschen... Cola-Flasche mit so einem Lampenschirm. Da denkst du, da brauchst... Na, ich sag mal lieber nix, aber tja, ja, da muss man doch jetzt gar nicht... Also so ein Spiel gibt's gar nicht, tja, ja. So ein Spiel gibt's nicht wirklich. Du bist ja nicht wirklich... muss man, das muss man jetzt schon mal so hinnehmen. Braucht die noch was? Hallo, gell? Freund. Wie... Nee, lassen komm. Sie sich nicht in die Luft jagen. Na gut, das war ein guter Ratschlag. Da drin ist nichts mehr, gell? Da, oh, schau den Teppich an. Ich krieg's gebacken. Soll man einen Stimpack klauen? Nee, geht nicht. Handtrockner Besen, alles da schon her. Das gab's. Da kriegst echt nicht mehr ganz hier. Da bist echt hier am. Gut, Freunde, dann haben wir das. Kann man da auch hinten rausgehen? Der hat einen Hintereingang. Die Hütte. So, Freunde, jetzt haben wir das aber, Freunde. Habe ich jetzt eine halbe Stunde gespielt? 37. Na gut, Freunde, dann schalte ich hier mal aus und dann überlege ich mal, was ich jetzt mache. Gut. Mir fehlen da noch einige Errungenschaften. Also jetzt haben wir, jetzt gucke ich schnell, also Volare haben wir fertig. Letzte Volare abgeschlossen, genau. Gut, okay, dann machen wir hier mal Ende mit der schicken Svetlana in ihrer Ödland-Unterwäsche. Okay, herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.